Liebestrank. Die komödiantische Oper für Einsteiger feiert heute in St. Margarethen Premiere. Diese Woche kommen wir aus dem Fieber gar nicht mehr heraus, aus dem Premierenfieber nämlich. Nach dem gestrigen fulminanten Auftakt in Kobersdorf dürfen sich die Premierengäste heute auf die Oper im Steinbruch freuen. Für den Liebestrank in St. Margarethen ist es in knapp 2 Stunden soweit. Bettina Treiber ist jetzt schon im Zuschauerraum und das bei perfektem Premierenwetter, Bettina, oder? Ja, genau. Die Sonne strahlt, der Wind soll nachlassen und vor allem es regnet nicht so wie im Vorjahr. Und ich denke mir, das freut auch die Intendantin. Ja, das freut sie sehr. Wir sind alle sehr glücklich über den blauen Himmel. Frau Hofmeister, Sie haben heuer die Oper Liebestrank auf den Spielplan gesetzt. Warum? Weil ich denke, es ist ein Stück, das hervorragend hierher passt. Es passt an diesen Ort. Es ist diese tolle, beschwingte Musik. Es ist viel Humor drin. Und es ist ein Stück, in dem eine der Hauptrollen eine Flasche Rotwein ist. Und was passt hier schöner hin in die burgenländischen Weinberge als dieses Stück mit dieser Musik? Im Burgenland in St. Margarethen ist Ihre Intendanzzeit relativ kurz. Sie sind im Vorjahr gekommen und wechseln nun ans Mozarteum Salzburg. Wie fällt denn Ihr Resümee aus? Nur positiv. Und wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel erreicht. Der Preis letzte Woche, der österreichische Musiktheaterpreis für die Tosca, war natürlich ein Riesendank, eine Riesenbestätigung, dass wir einen Neuanfang gemacht haben. Und das ist jetzt ein Weg, den mein Nachfolger weitergehen kann. Und das finde ich ganz toll für das Team, was hier erreicht wurde und für die Oper im Steinbruch. Vielen Dank, alles Gute für die Zukunft. Die nähere Zukunft sieht so aus, es wird bald Premiere gefeiert, hinter den Kulissen. Da wird aber schon lange gearbeitet, wie Sie jetzt sehen können. Hinter der Bühne ein großer Backstage-Bereich. Ein Dorf aus 27 Containern, damit alles reibungslos funktionieren kann. Garderoben, Schneiderei, Maske sind hier untergebracht. Schon Stunden vor der Vorstellung beginnt die Arbeit mit Perücken und Haarteilen, Schminke und 130 Kostümen. Sie sind sehr detailverliebt, das heißt, sie sind immer durch gewisse Accessoires aufgepeppt. Auch die Stoffe sprechen für sich, die Schnitte sprechen für sich. Erstmals im Bühnenraum spielt das Symphonieorchester des Slowakischen Rundfunks unter der Leitung von Carsten Januszke. Der Liebestrank ist für den italienischen Tenor Antonio Bolli eine zeitlos schöne Oper. Moreno kann ein normales Teenager sein oder ein Mann und unter denen auch eine Frau, die will ein bisschen flirten mit anderen Männern und so, an Militär und so. Das ist wirklich eine moderne Geschichte und am Ende natürlich die Liebe gewinnt. Und es ist eine der Lieblingsopern der spanischen Sopranistin Elena Sancho Peric. Es ist nostalgische italienische Musik, auch geeignet für jene Menschen, die zum ersten Mal in die Oper gehen. Die Sängerinnen und Sänger schwärmen von dieser Oper. Bei mir jetzt der musikalische Leiter. Was sagen Sie, was reizt Sie besonders an dieser Oper? Ich habe mich damals sehr gefreut, als ich das Angebot bekommen habe, den Liebestrank zu machen. Ich habe ihn noch nie gemacht, habe ihn aber oft an der Wiener Staatsoper zum Beispiel, als ich dort gearbeitet habe, gesehen. Und ich brauche gar nicht zu erwähnen, es ist eine Oper von unzähligen tollen Melodien, von Spritzigkeit, die abrupt abwechselt mit getragenen Melodien, die das Ohr begeistern. Also das ist einfach eine große Herausforderung, über die ich mich sehr gefreut habe. Und ich finde, diese delikate Art der Musik ist das Schwierigste, um es hörbar zu machen für das Publikum. Schwierig ist vielleicht auch die Arbeitsweise hier. Sie sind im Bühnenraum hinter diesem Wurlitzer versteckt, das Orchester. Ist es schwierig zu arbeiten hier? Ja, es ist eigentlich der wirkliche Albtraum eines Dirigenten. Denn wir haben die Situation, wie gesagt, wir sind mit dem Orchester hinter der Bühne. Ich sehe die Bühne nur über einen viel zu kleinen Monitor und kriege die Sänger zugespielt. Und die sehen mich wiederum auch nur auf einem großen Monitor. Und das ist ja noch alles ganz gut. Und das Problem kommt jetzt, dass nämlich der Monitor, auf dem die mich sehen, mit einer Verzögerung arbeitet. Das heißt, die Sänger müssen immer etwas antizipieren. Wenn sie mit mir zusammen sein wollen, müssen sie also vor mir singen, was eine echte Herausforderung für alle Beteiligten ist. Aber es klappt bislang sehr, sehr gut. Wie das bei der Premiere klappt, werden 2200 Menschen live erleben können. Und Sie sehen das morgen in meinem Bericht in Burgenland heute. Ehrengäste und Promis im Steinbruch St. Margarethen nutzen die Premiere für Smalltalk und Gesichtswäsche und um sich Donizettis Liebestrank anzusehen.
Die Handlung hat der deutsche Opernregisseur Philipp Himmelmann in einen Kunstraum verlegt. Er mischt Petticoat Flair und Hippie-Kultur, worüber diskutiert werden kann. Die Inszenierung ist so schön, dass man lebt so richtig mit. Wir haben es kürzlich in der Oper gesehen. Es war anders, aber hier gefällt es mir ganz, ganz besonders. Ich brauche kein Ringelspiel, wo die herumfahren und so. Bitte, wenn es dem Regisseur gefällt, mir nicht, aber das macht nichts. Ich komme wegen der Musik, ich komme wegen der Stimmen. Auf der Ruffini-Bühne entfaltet sich die Liebe zwischen Nemorino und Adina. Aber nicht in der ursprünglichen Premierenbesetzung. Der ungarische Tenor Tamás Taurjani springt für den erkrankten Nemorino-Darsteller ein. Tamás hat die ganzen Proben ausgezeichnet mitgemacht und hat sie sehr gut mit vorbereitet. Also er ist, und wir haben beide Besetzungen immer miteinander proben lassen. Insofern sind alle Teams aufeinander eingestellt, da gibt es überhaupt kein Problem. Una furtiva lagrima. Besonders beeindruckt Adina, die spanische Sopranistin Elena Sancho Pérez, durch Bühnenpräsenz und eine geschmeidig, mühelos geführte Stimme. Die Musik liebt man und hier die Aufführung ist auch wunderschön. Die Interpreten, die Sängerinnen, Gratulation! Den größten Auftrittsapplaus bekommt der deutsche Bassbariton Uwe Schenker-Primus als herrlich komischer Dulcamara. Dynamische Live-Kameras verstärken die Buffo-Elemente der Oper und machen den Liebestank kurzweilig und schillernd. Was ich da heute gehört und gesehen habe, große Klasse. Diese jungen Opernsänger, ich muss echt sagen, ich liebe sie. Der Liebestrank hier ist ganz besonders, weil hier dieser rote Wein, glaube ich, ist. Darum ist er so beschwingt wie kaum auf einer großen Bühne.